Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Live Music Hall in Köln. WXW gastiert im Rahmen der We Love Wrestling Tour in der Live Music Hall hier im wunderschönen Köln. Aber man muss sagen, wir hatten heute ganz schön Pech mit dem Wetter. Draußen regnet und schneit es, aber hier drin, da tobt der Catch. Und wisst ihr was? Ich nehme euch einfach mal auf eine Tour mit durch die Halle. Erster Tag in der, erstes Mal in der Live Music Hall. So ist es. Wie ist es so? Ja, früher Bürgerhaus zum Bürgerhaus und jetzt eben die Live Music Hall, ja, zur Love Wrestling Hall. Also das lag nah. Ja, absolut. Warst du noch näher? Und ganz ehrlich, jetzt hier, wir haben hier die schönen Beleuchtungen im Tourdesign. Das finde ich auch geil, ehrlich gesagt. Das ist echt schön geworden. Ja, wir haben hier eine relativ volle Halle. Wir haben hier tolle Wrestling-Fans und mit der Verlegung von Shortcut to the Top und Progress am 1.7. Also, was will das Wrestling-Herz mehr? Absolut. Ich habe gerade schon zwei Freunde von mir umgestimmt. Die kommen auch gleich mit zu Shortcut to the Top. Ist auch das Beste, ne? Wenn 30 Männer Rumble, das auf jeden Fall. Eine sagte, ich mag Bud Spencer und Terence Hill-Filme, da komme ich auch zu einem Rumble. Ja gut, das kann man so sehen. Ja. So naja, mal gucken, ob ein Plattfuß dabei ist oder ein Nilpferd oder was gab's noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie, wenn jemand die Farbe rot sieht, wie Julia Nero oder so. Das stimmt. Ja, der kann man auch noch dran. Mehr Referenzen zu Terence Hill und Bud Spencer Filmen fallen mir gerade nicht ein. Kein Problem. Und du bist jetzt hier noch groß am Machen. Du kommentierst dir heute nicht. Was machst du heute hier? Heute mache ich quasi Licht und Musik. Das ist alles auf meinem Mist heute gewachsen. Oha. Aber ich denke, wir haben hier mit der Technik der Live Music Hall ein super Setup. Jetzt, aber beim Marquee-Event, du weißt es oder ihr wisst es, da gibt es dann die große Leinwand und die große Show. Oha. Und selbst jetzt schon ist ja alles schon sehr schick. Und ganz ehrlich, ich freue mich aber auch, diese Matches, die heute hier stattfinden, die dann exklusiv auf WXW Now bei Shotgun kommen, dann nochmal für euch im Studio zu kommentieren. Also der unauffällige Plug zum Schluss. Der alte Profi. Soll ich nochmal meinen? Nein, alles gut. Alles also gut. Der war nicht so unauffällig? Nein, der war... Ich habe ihn verstanden. Okay. Bis später. It's the mayor of Slamtown, Johnny Mundo, formerly known as WWE Superstar John Morrison, and I got three words for you. Respect, kayfabe, brother. Jesus, das sehe ich ja jetzt erst. Ist das nicht schön? Das ist unfassbar geil. Ne? Der Dan von Respect, kayfabe, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Das auch. Und du bist nicht ganz unschuldig daran, dass die gute WXW auf einmal hier in der wunderschönen Live Music Hall veranstaltet. Das stimmt allerdings. Das erzähle ich den Jungs aber schon mittlerweile seit einem Jahr oder anderthalb, dass es generell geiler wäre, hier die Shows zu machen, als in dem Punkrockladen, wo es vorher war. Um die Story gerade so zu beenden, ja, meine alte Agentur, für die ich gearbeitet habe, hatte hier mindestens einmal im Monat irgendwelche Shows veranstaltet. Und da ist dann halt der Kontakt und dieser kölsche Knüngel nicht so weit weg. Ja, gut, ja. Da schreibt man mal so eine E-Mail, ruft sich an, trinkt eine Kölsch und dann geht das. So muss das sein, ne? Ja. Hast du Spaß bis jetzt eigentlich? Ich finde es super. Also ich habe ja ein bisschen Angst gehabt, ob wir den Laden ja voll kriegen und so, dass es angenehm wird. Aber ich finde es gerade eigentlich genau richtig. Also wenn man sich umschaut, es ist gut gefüllt, aber nicht so, dass man sich auf den Füßen steht und man kann sich auch bewegen. Ich finde es sehr schön, aber ich bin natürlich auch gespannt, wie das dann im Juli wird. Beim Shortcut to the Top. Und der Kollege Holmich hat ja schon gesagt, wenn dann hier erstmal die Videoleinwände stehen und dann das große Bramborium eines Marquee-Events dazukommt, dann... Also ich sag ja immer, da ist noch Luft nach oben, gell? Und das darf man ja auf gar keinen Fall unterschätzen. Es ist wunderschön, sobald man eine Kamera in der Hand hat, sind junge Menschen da, die sich unbedingt davor drängen wollen. Und dann auf einmal nicht mehr. Und wenn man sie dann am Sack hat, schütteln sie sich ab und sagen, nein, ja. Ich wollte nur witzig sein. Bist du bis jetzt auch zufrieden mit der Veranstaltung hier? Bist du glücklich? Nee. Ja, voll scheiße? Nee. Nee. Na klar, Mann. Also so ein Ding wie ein Bones im Opener zu verballern, ist ja schon mal geil. Johnny Mundo direkt vor der Pause, da frag ich mich, was wollen die im Main Event noch draufsetzen? Aber ich glaube, das sehen wir relativ zügig, oder? Ich glaube auch. Das müsste jetzt eigentlich gleich am Anschluss kommen. Und ich werde jetzt auch gleich mal nach da vorne hinrennen, um die Jungs dann auch bei dem Entrance zu filmen. Ich bin definitiv vor dir da. Tschüss. Wir sehen uns gleich.
sagen, haben wir hier auch den Herrn Beppo und Stan Klinger. And Michael Dante as well. Yes, hi. I love interrupting things. Yeah. Vlog bombing. Yeah, yeah, video bombing as well. Bonus, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Du bist ja, wie gesagt, du hast ja eigentlich gar nicht angekündigt, jetzt spontan im Three-Way noch gewonnen. Ja, unverhofft kommt oft und dann auch noch siegreich. Ja, da kann man sich nicht beschweren, oder? Was sagst du zur neuen Location hier in Köln? Absolut fantastisch. Also die Live Music Hall. Kann man schon machen, oder? Auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich glaube, wir kommen ja auch zurück ganz bald am 1.7. Shortcut to the Top. Also für den Zuschauer zu Hause und für den Fan, der hierher kommen will, ihr müsst hierher kommen, weil voll sieht das Ding noch viel, viel geiler aus. Und noch mit der Marquee aufbauten und allem drum und dran. Ich glaube, das wird eine richtig geile Nummer. Also 100%. Vor allem, ihr habt eine riesen Leinwand. Ja? Ihr habt Stars. Ihr habt, oh mein Gott, die volle Action. Seid dabei. Aber sowas von. Was sind deine Pläne dann für Shortcut to the Top? Erstmal für das Karat. Was ist da dein Plan für das Karat-Wochenende? Ja, Punkt 1, Karat. Das letzte Mal habe ich es 2008 gewonnen und ihr wisst Bescheid. Also es wird wieder Zeit für den Lost Rebel. Und Shortcut to the Top, ich bin Mr. Shortcut to the Top. Ich bin als Nummer 1 reingegangen, ich habe 29 Jahre rausgeworfen, das erste Shortcut to the Top gewonnen. Here we go. Ja, History repeating, würde ich da sagen. Absolut. Bad Bones John Klinger, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, nicht nur Shortcut to the Top, auch Superstars of Wrestling, also WXW ist immer eine Reise wert. Regret nothing. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.